Harte Kämpfe, zahme Rätsel, flottes Samurai-Abenteuer mit viel Action und wenig Neuem. Also mit den zarten Rätseln möchte ich direkt widersprechen. Da ich erinnere mich an diverse Schieberätsel, wo wir zur Verzweiflung getrieben wurden. Zur Komplettlösung meinst du? Ja, das war gerade der kleine Fazit-Quip der Screenfun-Ausgabe 10, also Oktober 2002, die ich gerade in den Händen halte. Da ist nämlich ein Test drin zu Onimusha 2, Samurai's Destiny, und den habe ich entdeckt zu Hause und dachte, ich bringe die einfach mal mit, ja. Um dieses Let's Play anzureichern mit ein bisschen redaktioneller Güte. Genau, nur eben nicht unserer. Und wir wollen das ja sowieso die ganze Zeit weiterspielen und sind ja endlich mal dazu gekommen, weil ich und du ja auch, wir sind sehr gespannt, was in diesem Spiel noch auf uns wartet, nach Roboterpferden und komischen, ich weiß gar nicht, was das waren beim letzten Mal, diese Kästen, das auch so Roboter waren. Ja, ja. Die so rumgehinkt sind. Ich muss auch ehrlich gestehen, wir gehen jetzt so ein bisschen auf Risiko, weil wir haben das jetzt wieder ewig nicht mehr gespielt. Genau. I'm not sure where to go or what to do. Ich bin mir ziemlich sicher, dass in diesem Gebiet, in dem wir hier sind, nochmal so ein Tor war, in das wir reingehen können. Weil wir gerade da unten fertig waren, wo wir gerade herkommen. Und wir sind mal ursprünglich nicht in dieses Tor gegangen. Kann auch sein, dass wir damit nur zurückkommen würden, zu der Stelle, von der wir gekommen sind. Dieses Tor, das weil wir du? Überhaupt, nee, auch so ein Portal-Dings. Okay. Weil wir überhaupt nur durch so einen merkwürdigen Warp hierher gekommen sind. Wo wir uns ja auch immer fragen, kommt man dann nochmal zurück oder wie funktioniert das? Das wird alles sehr aufregend. Robin muss außerdem das Kampfsystem wieder neu lernen. Ja, zum vierten Mal mittlerweile, aber hey. Ja, aber das seid ihr ja inzwischen gewohnt. Ich freue mich aber, die paar von euch, die das hier mit uns noch erleben, es sind ja jetzt nicht mehr so viele bei Onimusha, ja. Aber schön, dass ihr euch das trotzdem noch anguckt, weil wir haben wirklich unsere Freude mit dieser Art von Spiel. Ich kann mir auch vorstellen, dass manche Leute da sagen, ja, nee, da bin ich eher raus. Ja, klar, ja, Max halt zum Beispiel. Durch diese gleichen Gebiete läuft. Naja, genau, weil es halt einfach nicht sein Genre ist. Und noch was ist hier rein? Wobei ich mir vorstellen könnte, dass Mats dieser Art von Gemetzel, wo dann noch die Rätsel und die Navigation dazu kommt, besser gefällt als das Straight-up Kampf, 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 Kampf. Mats, also bei Mats wärst du definitiv, wenn jetzt noch Onimusha zusätzlich einen Hack-Minispiel hätte, ne? Oh ja. Dann? Oder halt Shoot-em-up-Passagen. Shoot-em-up-Massagen. Also da wäre ich wiederum auch voll dabei, bei Shoot-em-up-Massagen. Ich weiß nicht ganz, wie die aussehen. Konzeptuell schwierig. Also Onimusha, ne? Die Screenfun gibt ja Wertung in Noten. Ja, das finde ich immer noch großer Fan davon. Ich auch. Also ich. Also war ein bisschen ironisch, ehrlich gesagt. Ja, bei mir auch, aber ich mag. Onimusha! Ich mag's halt auch. Ich mag die Screenfun halt auch einfach ehrlich so ein bisschen. Echt, ja? Also ein großer Teil von mir ist auch so dieses Ja, belächeln. Ja. Aber ist auch noch ehrliche Wertschätzung dafür da, weil die mich auch so lange begleitet hat. Und was ich heute halt wertschätzen kann, ist deren. Die hatten gute Layouter. Die haben einfach hübsche Seiten gemacht. Das stimmt. Immer sehr bildgewaltig. Mhm. Also Text. Textwald. Also man muss mal, also diese Texte sind wirklich, also so wenig dafür schreiben zu müssen. Genau. Man, das also das war sehr nett für oder die Redakteure. Oder halt sehr scheiße, weil ich musste auch schon sehr kurze Tests schreiben. Stimmt. Da muss man sich immer so kurz fassen. Nicht immer einfach. Wobei dafür hast du dann die Bildunterschriften. Da musst du. Ich habe keine Ahnung, wie ich richtig laufe. Ich laufe einfach weiter. Waren wir noch nicht. Deswegen. Ist das so? Ja, guck mal, das war doch so ausgegraut. Aber heißt das einfach nur, dass ich. Ja, ja. Das ist das eigentlich noch gar nicht? Ja, doch, stimmt. Genau. Okay. Das ist ja das Gebiet aus dem ersten Teil, deswegen ist es so schwierig zu sagen bei dir. Das stimmt. Ja. Und diese Dinger waren mal Speicherstände. Oh, das ist aber cool. Oder nicht? Wenn das so ist, dann ist das cool. Aber es waren noch so Laternen im ersten Teil. Ja, yeah. Die so ein blaues Leuchten hatten, oder waren es das hier auch? Oh Gott, wir haben das so lange nicht mehr gespielt. Ja, hier sind so Oha, was ist denn mit ihm? Ist das ein Golem? Nee, den kenne ich schon. Ist ein bisschen einfach nur. Sah nur ein bisschen anders aus. Also es hat insgesamt eine 2+ bekommen. Onimusha 2. Oh. Ja, Robin, hört sich eigentlich nach einer guten Wertung. In Grafik eine 1, würde ich heute auch noch unterschreiben. Ja, auch heute, auch aus heutiger Sicht immer noch eine 1. In Sound eine 2, kann ich auch irgendwo verstehen. Das finde ich schon interessant. Wie kommt's? Wie? Also wo war der Minuspunkt bei dem Sound? Naja, also vielleicht steht das noch hier irgendwo, aber ich glaube nicht. Ich glaube, es ist halt einfach, also was würdest du denn dem Sound geben, wenn du Note geben müsstest? Ist halt dumm, ne? Das ist mein Punkt. Ja, ist ja. Aber ich finde da eine Note, ehrlich gesagt, gar nicht weniger dumm als eine von 10er Wertung in diesen Kategorien. Und Dauerspaß ist ja eigentlich immer die wichtigste Kategorie. Dauerspaß, das ist auch so eine dumme Kategorie. Das war aber immer das Wichtigste. Ah. Hat es eine 2 bekommen.
wahrscheinlich weil es zu kurz war. Und dann gibt es ja so kleine Pro-Kontra-Sachen. Bei Pro ist es optimale Actionsteuerung, schwungvolle Schwert- und Magiegefechte. Also hier ist viel Schwung bei, das stimmt. Das stimmt, kann man auch so unterschreiben. Negativ. Oh, schwache Story. Was? Also das ist ja kompletter Blödsinn. Recycling von Orten und Gegnern aus dem ersten Teil. Sehr richtig. Wer hat das geschrieben? Der hat sehr recht. Winnie Forster hat das geschrieben. Wer eine Weile schon im Spiel Journalismus im Deutschen unterwegs ist, der wird den Namen sicher kennen. Ja, hier übrigens, das sind die Speicherpunkte. Ich glaube, sind die gleichen wie im ersten Teil. Ja, ne? Es sind einfach diese Laternen. So, unser Schwert hatten wir ja schon auf Maximum, stimmt. Und wir sind gerade dabei, diese Rüstung aufzuleveln. Speichere ich nochmal? Ja, stimmt. Ein bisschen, ich trauere immer noch dem normalen Schwierigkeitsgrad hinterher, muss ich gestehen. Ja, ich nicht. Es ist tragisch. Weil, wer weiß, vielleicht wäre dieses Let's Play einfach schon abgebrochen. Dann, wir waren einfach an einem Punkt, damit ich sowas mache, muss es schon einfach alternativlos sein. Und das war hier auf jeden Fall der Fall. So, jetzt können wir gleich nochmal hier ein bisschen lesen. Zeitplan für die Jagd. Soll ich? Oder? Ich kann das auch machen. Okay. Rekrutierung für Shingen Takeda in der Kai-Provinz. Voraussichtliches Datum März 1573 im irdischen Kalender. Teilnehmer erhalten 500 Menschenkörper als besonderen Bonus. Ende der Registrierung ist der Februar-Vollmond. Dies ist der vorläufige Zeitplan für die Zeit nach der Takeda-Jagd. August 73. Schloss Echizen Odani. Okay, dann ist ja nochmal ein bisschen eine Aufzählung von den Orten. Dieser Zeitplan unterliegt Änderungen abhängig vom Ausgang der Takeda-Jagd. Finde ich schön, haben sie einfach so Menschen. Ja, wir haben hier ja generell festgestellt, wie organisiert einfach die Dämonen sind in diesem Universum. Einfach etwas größere Menschenwelt. Weißt du? Ja, aber wo halt Menschen das sind, was, weiß nicht, in unserer Welt Kühe sind oder so. Werden halt so, ja, dann werden die da hingebracht und. Ich glaube an dieses. Geopfert. Da war doch dieser Spider am Ameisenboss-Viech, das wir bekämpft haben hier, oder? Oh ja, doch. Das war auf so einer Insel. Das ist wieder so ein Alien-Ding. Das hat er auch gerade auf dich geschossen. Ich weiß, ist mir ein bisschen zu spät aufgefallen. War nicht sehr effektiv. Ich kann nicht angreifen. Achso, ich habe immer noch meine Flinte ausgerüstet. Warte mal, hier ist so ein Screenshot von diesem Viech. In der Screenfront. Ja. Mit der Bildunterschrift: Mit dämonischem Wandschmuck und ekligen Wächtern sind die Onimusha 2-Gewölbe kein Ort für zart beseitete Schwertkämpfer. Das ist auch das Bild von dem Folterkeller. Also ich bin sehr überrascht, dass da keine Alliterationen verwendet wurden. Positiv. Nee, weiß ich gar nicht, ob die da so drin waren. Die. War das nicht, also ist das nicht jedes Magazin? Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man etwas beschreiben kann, dass man als Iteration geht, wird es normalerweise auch gemacht. Ja, also den Drang dazu kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Das war ja awesome. Ich habe dem seinen Hut abgeschlagen und dann mit meinen weiteren Schlägen in der Luft gehalten, den Hut. Das war so richtig Physik. Aber es gibt hier kein Screenshot oder höchstens einen, aber nee, ich glaube, hier waren wir auch schon. Es gibt keinen, den ich nicht erkenne, wo ich sagen würde, hier waren wir noch nicht. Vielleicht wollen sie einfach nur nicht spoilern, wenn man dann ins Weltall kommt. Ja, maybe. Alter, ich hab die mal gerade beide hintereinander wegpariert, versehentlich. Das war ja mega amazing. Aus Versehen richtig gut geworden in dem Spiel. Sieht aus wie der Plan für ein riesiges Gebäude, das noch nicht fertig ist. Vielleicht für Onimusha 3. Jetzt haben wir erstmal nur das Alte. Das ist eine Konzeptzeichnung. Oh, das darfst du lesen. Oh. Heute ist die goldene Statue des Bösen fertig geworden. Ach ja. Wie war das? Ich hasse es. Es beunruhigt mich und ich hasse es, oder so. Diese Statue besteht aus ca. 6000 Tonnen Gold. Als ich die Pläne dafür das erste Mal sah, konnte ich nicht verstehen, warum unser Herr Nobunaga diese Statue haben wolle. Aber jetzt verstehe ich es und bin zuversichtlich, dass sie eine Würde ausstrahlen wird, die es jedem möglich macht, sie anzubeten. Ich meine, sie ist halt auch 600 Tonnen Gold, ne? Diese Statue ist ein Zeugnis für die Größe unseres Herrn Nobunaga. Fortin brav versuchte, die Menschen mit Gewalt zu regieren. Nobunaga hat verstanden, dass man mit Anbetung weiterkommt. Unter seiner Macht haben wir viele Zeremonien und Opfer erleben dürfen. Dank dieser Statue werden wir noch mehr solcher Zeremonien und Opfer von den Menschen bekommen. Unser Herr Nobunaga ist ein Genie. Also so viel der interessantesten Geschichte ist einfach dieses... Diese Hintergrundstory. Ja, die Lore. Und das kann ich jetzt übernehmen. Nachfahren? Nachfolge. Obwohl Nobunaga in Okeyasama getötet wurde, ist er durch die Macht der Dämonen von den Toten auferstanden. Mit Fortin Bars Hilfe versuchte Nobunaga den Saito-Clan der Provinz Mino auszurotten. Ich glaube, das war Teil 1, ne? Oder war es auch Teil 2 am Anfang? Ich sage einfach mal. Wo war das? Das war, glaube ich, Teil 2, wo das Dorf am Anfang angegriffen ist. Das war Teil 2. Das hier ist Teil 2. Genau, das war in Teil 2 passiert. Ah, nee, das ist aber das Teil 1. Aber Samonosuke Akechi. Samonosuke.
Entschuldigung, einem Oni-Krieger gelang es, diesen üblen Plan zu vereiteln. Als Fortinbra, König der Dämonen, in Schloss Inabayama endgültig das Zeitliche segnen musste, schien es, als hätten auch die Vorhaben Nobunagas ein jähes Ende gefunden. Niemand hätte ahnen können, dass Fortinbra besiegt werden würde, aber Nobunaga rettete die Dämonenwelt. Obwohl Nobunaga einst ein Mensch war, wählte Fortinbra ihn zum Nachfolger und schon bald verwandelte Nobunaga das Chaos in Ordnung und wurde König der Dämonen. Er vernichtete den Saito-Clan der Provinz Mino und will nun den Rest des Landes erobern. Okay. Alter, wie viel einfach zu lesen ist. Kunstwerk, das ist ja nicht zum Lesen. Viele schwierige Bücher in der Dämonensprache. Schwierig. Die muss ich mir nicht näher angucken. Besser ist. Ich hasse Bücher. Achso, hier ist noch so ein... Achtung. Ich sage es jetzt schon vor. Dass jetzt was passiert? Damit, ich dachte... Ja. Sieht doch gar nicht interaktiv aus. Ja, ich dachte trotzdem. Muss mit dem Pfeil drauf schießen. Ja, wahrscheinlich ist es wirklich so. Der Mix aus Dämonenfratzen und morbider Architektur... Ach richtig, ich hat mal so ein Item schon bekommen für, ne? Ja, den Branch of Yore. War das so ein Item, was man im Inventar hatte, oder hat man das so benutzt? Ich weiß es nicht mehr. Oh, das ist eine gute Frage. Ja, Superpulver. Endlos einsetzbar. Stimmt, siehst du, dass ich hier wäre immer gar nicht weitergekommen, wenn wir in dem anderen noch nicht waren. Jo. Okay, jetzt stehen sie einfach wieder. Hier haben wir gelebt. Wir haben uns aus Neugierde ins Schloss Gifu zurückgeschlichen, aber jetzt bedauern wir es, weil wir Stein waren, you know? Aber jetzt kannst du hier weiter. Vielen Dank, edler Herr. Ich hätte nie damit gerechnet, gerettet zu werden. Ja, aber ihr kommt damit sehr gut klar, ehrlich gesagt. So, ich kann da durch. Hier zwei Türen. Ich will mal den Quip kurz zu Ende lesen. Ja. Der Mix aus Dämonenfratzen und morbider Architektur, Kämpfen und Rätseln fesselt. Nur die Hintergrundstory hätte sich Capcom sparen können. Naja. Denn statt Gegner, die neben Helden auf dem Screen erscheinen, klickt man besser die mäßig originellen Dialoge schnell weiter. Die Spielwelt ist nicht besonders groß, dafür haben es einige Abschnitte in sich. Freundlich, nach jedem Game Over wird dir ein Wechsel auf den Easy-Härtegrad angeboten. Das ist nicht ist das freundlich? Da haben wir sehr gegensätzliche Eindrücke von freundlich. Ah, hier wieder die zu einfachen Rätsel. Ach. Das habe ich beim letzten Mal gemacht. Wie war das? Du tauscht einfach mal zwei... Nein, ich hab's falsch rum. Dammit, ich dachte kurz, ich wäre krass. Ja, du hast es jetzt zum Anfang zurückgesetzt, du warst doch ganz am Anfang. Okay. Was soll das? Genau, man kann sie irgendwie immer nur zwei weiter kopieren. Deswegen bringt halt ausprobieren nichts. Du musst jetzt den. Nee. Okay, sagst du mir, was ich machen muss. Ich will nicht drüber nachdenken. Gib's mal einfach her, das ist sonst kompliziert. Don't want to think about this. Es war immer, man drückt das, womit man gerade tauschen will, ne? Genau. Das heißt, du willst ja nach und nach die Dinge. Das ist einfach nur Busy Work. Rüberbringen. Das war eigentlich schlecht gerade. Nee. Jetzt das Kreis, den Kreis. Den Kreis. So, aber wir wollen ja noch das hier rüberbringen. Ja, okay. Das ist einfach nur Busy Work. Nice Work. So. Ja, das ist wirklich kein schweres Rätsel. Das ist einfach, wie du schon sagtest, Beschäftigungstherapie. Auf dem Lichtfahrt haben wir doch letztes Mal schon mal, ne? Ist doch dieses, ist was anderes. Die heilige Stätte der Oni. Der Blutsee. Lichtfahrt sind einfach die Teleporter. Aber Einweg-Teleporter. Das sieht sehr bedrohlich aus. Let's be honest. Wir sind im Blutsee, Digga. We are fucked. Das heißt halt auch. Boah, ich liebe diese Umgebungen. Ein besonderer Zetre. Zaubertrank. Was macht der so? Zaubern. Diese Flasche enthält eine virtuelle Flüssigkeit, die ihnen einen guten Teil ihrer Zauberkraft zurückgibt. Hätte man auch. Guten Teil. Der gibt ihnen den schlechten Teil ihrer Zauberkraft zurück. So, hier beten müssen wir kurz ein Kind opfern. Ja. Oh. Trinkets? Nope. Ach nee. Nur eine komische Schwarzblende. Oh, das ist doch. Schade, keine Kunstwerke. Hallo. Au, wow. Au, denied. Dein Angriff einfach gekontert. Leave this to me. Es ist so lustig, wir sind gerade in der fucking Hölle, ne? Ja, leave this to me. Ich bin dir nachgelaufen. Ja, aber dieses ganze Geschenksystem war dann irgendwie auch überraschend egal. Also ich kann das ja auch so, konnte das ja auch seit 10 Stunden nicht mehr benutzen. Ja, das wundert mich so. Ich hätte ja gedacht, dass man viel öfter zurückkommt und mehr Wahl hat. Okay, müssen wir die. Same hier. Müssen wir wieder was finden. Ja, ja. Danke, Dude. Es ist schon ein komisches Spiel. See you! Da sind so. Oh Gott, hier sind ja überall. Das Knochentheme haben sie sehr gut durchgezogen in diesem Dungeon. Sagen wir es so. Okay, hier können wir speichern. Oh, und ach Gott, diese Abkürzung. Gucken, wie diese Map aussieht. Ah, ist gar nicht so weit. Da müssen wir nochmal zurücklaufen. Nicht wirklich komplex.
Ja. Ich glaube, beim nächsten Mal könnten wir es haben. Aber wahrscheinlich eher noch zweimal. Kommt ein bisschen drauf an, wie weit der nächste Punkt entfernt ist. Ich glaube, es wird der gleiche sein, wenn wir auf dem Weg zurück sind. Ich nehme es auch stark an. Wie heißt das jetzt? Stätte der Uni. Na gut.